Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, unser neuer Speisesaal entwickelt sich langsam. Nur, dass wir leider noch nicht genügend Stahl überhaben. Darum darf sich aber Hull dann bei der nächsten Gelegenheit mal kümmern. Damit wir endlich hier auch mal ein bisschen Licht reinbekommen. Das passt auch ganz gut. Sehr, sehr klug von dir, einfach den Tisch zu nutzen, anstatt sich frustriert auf den Boden zu setzen, wie ich das eigentlich von den Kolonisten immer so erwarte oder gewohnt bin. So rum. Kleidung zerlegen ist gar keine schlechte Arbeit. Stell jetzt einfach mal auf 55 hoch, weil da jammern wir, glaube ich, nicht so sehr mit rum dann. Ja, aber ihr kriegt einen Billardtisch. Die ganze Welt ist schöner, wenn man einen Billardtisch hat. Oder so ähnlich. Ja, futtert die Pfirsiche weg. Beeren, auch in Ordnung. Es ist erstaunlich, wie lange wir bisher ohne einen Forschungstisch auskommen, nicht wahr? Na doch, Stahl haben wir inzwischen wieder einiges. Eine. Zone wäre schon ganz angemessen. Aber keine Leichen. Weil hier werden unsere Kolonisten viel zu häufig dran vorbeilaufen. Ist ein Phänomen, das wir aus dem letzten Spiel noch gar nicht kennen. Also zumindest schon länger nicht mehr erlebt hatten, dass wir so lange so viel Stein haben. Naja, ist klar, wir haben ja auch auf einer quasi reinen Waldkarte gespielt, mit ein paar kleinen Bröckchen. Oh. Da wir inzwischen mehr Leute haben, denke ich mal, wäre es nicht verkehrt, auch den Nahrungsbestand ein bisschen zu erhöhen.
Also Stahl wäre per se genug da, aber jetzt schlafen gerade alle anderen dementsprechend. Na gut, ich wollte schon sagen, jetzt versau nicht alle Nahrungsmittel. Ne? Ich weiß, du musst üben, aber... Solange Feldarbeit priorisiert ist. Scheint hier ja erstmal alles zu laufen. Weiblich, einiges. Männlich. Ja, können wir erstmal leben lassen. Erstmal. Damit sie ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen kriegen, damit wir mehr Fleisch ins Lager bekommen. Gut, gut. Naja. Kurzfristiger Nervenzusammenbruch, aber nur ganz kurzfristig. Oh, wir arbeiten an dem Generator weiter. Ich würde sagen, vorerst verbieten wir den aber. Weil ich möchte nicht, dass wir mit dem Ding unser ganzes Holz verbrennen, während wir damit eigentlich günstigere Sachen anstellen könnten. Damit wir dann demnächst irgendwann mal hier Joints drehen können. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie ich ohne die Zäune früher überlebt habe. Das alles mit Mauern zu gestalten. So rückblickend wirkt die Idee so bekloppt. Und per se sind Zäune ja auch wirklich nicht schwierig oder aufwendig. Ich habe hier gerade Pech gelesen. Pfirsich, ne? Naja, okay. Shit happens. Wo können wir den hinstellen? Oder... Ich würde eher sogar sagen, können wir deinstallieren erstmal. Ja, deswegen frisst man kein gammliges Obst vom Boden. Lernen werden die daraus zwar nicht, aber... Hey!
einmal Lagerzone. Priorität wichtig. Alles löschen. Mahlzeiten. Ja, kann von meiner Seite aus da gerne alles drin sein. Momentan haben wir ja nicht so die Mengen, dass man... sich da die Gedanken drum machen müsste. Gras ist auf jeden Fall noch in reichlicher Menge vorhanden. Hey, jeder kleine Schritt bringt uns weiter voran. Eieieiei. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal so einen Pfirsichhain anlegen können. Per se sollte das eigentlich machbar sein. Ja, ich denke mal fürs Erste sollte uns das ausreichen. Ich glaube, Lazy hat sich die Holzrüstung angezogen. Schön, schön, schön. Strom. Wir haben eine ordentliche Unterkunft. Ah, okay. Dann einmal neu installieren. Neu installieren. Wo könnten wir elektrisches Licht gebrauchen? Hier. Habe ich jetzt so entschieden. Klimaanlage können wir hier auch gebrauchen. Das große Geflügelkotzen. Und die anderen stürzen sich trotzdem auf die Pfirsiche. Es ist mir vollkommen egal, wie krank ihr seid. Verrottet, ja, verrottet, ja, ziemlich. Aber tut euch mal keinen Zwang an. Ah, wieder ein bisschen Bergbau. Kann auch nie schaden. Doch, nahrungsseitig würde ich sagen, geht es uns gerade ganz gut. Das hätte ich besser nicht sagen sollen. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich die nächste Katastrophe. So,
Nee, müsst unter hergestellt Textilien. So. Wobei auch das ist eigentlich nicht ganz optimal, denn eigentlich möchte ich hier kein Leder liegen haben. Eigentlich möchte ich hier nur Stoff liegen haben. Naja, Leinen können wir auch noch akzeptieren, aber... Wir bräuchten eigentlich einen Lagerraum. Wohin damit? Tja. Bleibt erstmal nicht viel anderes übrig. Dass das Viehzeug sonst nämlich verhungert. Ha, ein Waffenhändler. Medizin möchte ich ihm eigentlich nicht verkaufen. Schönes Spielzeug. Pistolen. Einen Langbogen können wir selber herstellen. Da, wir bewahren unser letztes Silber auf für Notfälle. Alles andere wäre strategisch dann doch unklug. Es ist mir schon klar, dass ihr Lebensmittelvergiftung davon bekommt. Also hier störe ich mich ehrlich gesagt gerade nicht so sehr an dem Dach, also... Können alle geschlachtet werden. Das sollte die Nahrungssituation etwas entspannen. Ach ja, und von den Hasen wollte ich dasselbe eigentlich auch. Erstmal ins Schlachtgebiet rüber.
Gut, unbefruchtete Eier sammeln wir inzwischen auch ein. Hohohoho. Das ist schon ein bisschen hardcore, aber nur ein kleines bisschen. Oh, ein Piratenhändler. Richard, was immer du gerade zu tun hast, wir haben da was Wichtigeres. Ich bezweifle zwar, dass wir uns einen Sklaven leisten könnten. Sind wir sogar sehr weit von ab. Oh, Kiste rum. Drogenbauteile. Schussnarbe an einem C, aber guckt euch die Medizinwerte von dem an. Blutrünstig. Nee. Ah, und der mit 68 ist auch schon fast in Rente. Sonst irgendwas? Nö, nicht wirklich. Das ist verdammt praktisch. Muss ich mal sagen. Hier wächst auch schon wieder Gras. An allem anderen wird gearbeitet. Was mir ein bisschen fehlt, sind natürlich die Roboter, die uns einen Teil der Arbeit abgenommen haben. Huch, habe ich das drin gelassen? Okay. Ist keine schlechte Sache. Kann im Zweifel nicht schaden. Ja, im Zweifel wäre vielleicht mal zu überlegen, das Gebiet noch ein bisschen zu erweitern oder alternativ, das habe ich mir auch schon überlegt zwischendurch, ob wir hier nicht ein kleines Heugrasanbaugebiet machen und denen dann hier ein Kühllager hinsetzen, nur für Heugras, wo die dann rein könnten. Einmal vorher aber noch gucken, wo sich die Gebiete teilen. Aha. Ich möchte natürlich, wenn das beide möglichst Zugang dazu haben. So. Ich hätte es mir natürlich besser gemerkt. Aber sowas kennt man ja. Okay, hier an dem Baum. Gut. Okay.
Ort. Die Stromkabel lege ich mit Absicht nicht hier mit rein, damit bei einem Brand, der ja tatsächlich vorkommen kann, hier können wir nicht drin bauen, ne? Genau. Nicht alles hier abfackelt. Reißen wir alle ab, weil hier kommt dann eine geschlossene Wand hin mit Türen. Na, komm her, Heugras. War gut, die Abfallzone hier einzurichten. Das sollte uns einiges etwas leichter machen. Lohnt sich nicht die Mühe zu machen, hier eine Wand hinzusetzen, wenn wir da eh gleich eine Klimaanlage draufknallen, also. Genau, nimm nicht das Holz, das dir vor den Füßen liegt, ne? Das wäre unsinnig. Naja, manchmal können wir halt unseren Leuten nicht in den Kopf gucken, aber trotzdem, wir haben immer noch keinen Forschungstisch, den wollte ich im Übrigen hier hinsetzen. Noch eine Vorratskapsel mit Psychoidblättern. Okay. Können wir die irgendwo unterbringen? Ja, die lagern wir auch mal mit hier ein. Forschung. Passt hervorragend. Brauchen wir dafür Stahl und Bauteile. Ja, glücklicherweise haben wir genügend Bauteile. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.